Einen wunderschönen guten Morgen, meine Freunde. Ja, herzlich willkommen zum neuen Vlog, zum dritten Vlog der Serie Wir bauen Terrassen darauf. Alle weiteren Vlogs bzw. alle zwei anderen Vlogs findest du direkt unter dem Video verlinkt. So, heute befassen wir uns mit dem Thema Fundament. Ich möchte euch so ein paar Sachen zeigen, worauf es meiner Meinung nach ankommt und euch ein paar Tipps und Tricks mitgeben. Das ist jetzt das erste, wie man erkennen kann. Das habe ich gestern gegossen und ich habe jetzt kein großartiges Werkzeug verwendet. Ich habe mir hier so ein Rührwerk geholt von Einhell beispielsweise, Komplettsatz für 60 Euro. Wir wollen hier diese Haaranker einbetonieren. Das sind sie, das heißt, ihr könnt hier schon sehen am fertigen Objekt, dass das Ganze dann mit vier Schrauben befestigt wird und der Rest ist dann im Beton drin. Und bei so einem Terrassendach von ungefähr 5 Meter Breite und 5,50 Meter Tiefe, nach meinen Recherchen nach und Beratung her, sollte ich das Fundament wählen 80 mal 80 und 80 tief. Jetzt kommt es, unter so einem Beton sollte man eine Kiesschicht legen, damit das Wasser, was sich durch den Erdreich eventuell ansammelt oder stehen bleibt, damit das absickern kann und nicht direkt, dass das Fundament im Wasser steht und es dann irgendwann, wenn es mal Frost gibt oder ich weiß nicht was, dann zu Rissen kommt. Das heißt, ihr müsst ungefähr einen Meter tief buddeln für diese, der Größe von dem Fundament. Genau, das dazu. Dann, je nachdem wie feucht das Erdreich ist, habe ich auch noch nachgelesen, kann man eine Plane ringsherum legen, damit nicht so viel Feuchtigkeit ins Fundament gelangt. Das hatte ich auch gelesen gehabt. Ne? Ich muss sagen, ich habe das Ganze, wie gesagt, mit so einem Rührwerk angerührt gehabt und dann das Ganze mit einem Maurerkübel. Ging ganz gut. Was ich euch empfehlen kann, ist natürlich, ihr könnt jetzt hier sehen, der Rasen, hier ist da so ein bisschen, das ist der Staub vom Beton. Und da ist, da habe ich eine Plane hingelegt, direkt vorm Loch. Habe das Ganze angemischt und habe das dann immer schön reingekippt. Wichtig ist, dass ihr dann nochmal mit einem Spaten oder mit einer Dachlatte rangeht, das Ganze schön verteilt und das Ganze dann ein bisschen stampft, damit A, der Beton sich gleichmäßig verteilt und B, die ganzen Luftbläschen rauskommen. Das ist ganz, ganz wichtig, denn wenn ihr jetzt irgendwie Luftbläschen im Beton habt oder einschließt, das ist auch wieder eine Schwachstelle für so ein Fundament, denn da kann es beispielsweise auch mal sein, dass da Wasser reingelangt oder dass es dann durch den Frost anfängt zu brechen. Dann werden sich bestimmt viele fragen, ja, wie viele Säcke brauche ich denn? Ich habe jetzt hier mir zwei Paletten zukommen lassen und das ist jetzt laut Baumarkt, da habe ich mich beraten lassen, es ist ein Pfostenfundament Beton. Damit könnt ihr Punktfundamente setzen, kleinere Streifenfundamente, Flächenfundamente von Sätzen von Randstein, frostbeständig, innen und außen anwendbar, 25 Kilo. Ich kann euch sagen, es gibt auch diese Säcke in 40 Kilo, aber die 25 Kilo, da habt ihr wirklich schon was zu wuppen. Und wenn ihr das alleine macht, dann kann ich euch definitiv empfehlen, bleibt bei 25 Kilo, 40 Säcke, ja. Es ist, der Verkäufer meinte zu mir, es geht schneller, aber es ist, macht dich wirklich auf Dauer kaputt. Also du wirst dann an deine Grenzen kommen. Und 25 und 40 Kilo schon, ja, ist fast das Doppelte. Ne? Dann hatte ich nachgelesen gehabt, bei diesem Hersteller jetzt hier, 25 Kilo ergeben irgendwie, wenn du es anmischt, mit Wasser 12,5 oder 12 Kilo an Masse, an Fertigmasse. Dementsprechend habe ich mir dann ausgerechnet, das Volumen 80-80 mal einen Meter ungefähr, beziehungsweise 80-80-80, das mal 4. Und dementsprechend habe ich dann jetzt zwei Säcke bestellt. Das Tolle daran, wenn ihr jetzt ein bisschen mehr habt an Material, dann könnt ihr das im Baumarkt auch wieder zurückgeben. Fand ich ganz, ganz toll. Ich hoffe, ihr könnt mich trotz Sturmes noch richtig hören. Dann gab es im letzten Video oder davor ein, zwei Diskussionen mit dieser Konstellation hier, dass es nicht hält und dass die Platten durchbiegen und so weiter und so fort.
es hält alles. Das Ganze steht jetzt mittlerweile 2 Wochen. Und in der Regel, wenn ihr sowas aufbaut, sollte das eventuell vielleicht nur 2-3 Tage stehen. Dann gab es noch 1-2 Diskussionen. Oder jetzt kommen wir zum großen Thema. Das Fundament. Warum habe ich die Pfosten vorher gesetzt? Und viele haben gesagt, die kennen das so, dass man diesen Haaranker erst einbetoniert, fixiert und dann den Pfosten einsetzt. Und viele von euch haben ja schon mitbekommen, das ist ein Bausatz von der Firma Steder. Das heißt, es ist alles fix und fertig zugeschnitten. Was jetzt nicht zugeschnitten war, ist die Pfosten. Da habe ich gesagt, ich weiß es leider nicht, durch die Terrasse, durch den Erdreich, wie lang die sein müssen. Die haben sie mir ein bisschen länger gelassen, deswegen habe ich auch da eine Kapp- und Gärungssäge hinten stehen und schneide mir das selber zurecht. Aber in der Regel ist das alles fix und fertig. Und wenn ihr jetzt beigeht und sagt, jawohl, passt, und ich messe alles aus mit einem Maßband und ihr setzt dann die Fundamente und ihr müsst euch dann nur ein bisschen verrechnet haben, die Diagonale passt nicht exakt auf einen Zentimeter genau, und dann passt dieses Fundament bzw. der Haaranker dann schon nicht mehr, und dann war alles umsonst. Und deswegen ist es wirklich eine richtig, richtig einfache Sache. Ihr bringt die Wandfette an, dann die vordere Fette fixiert ihr mit 2 Stützen, dann legt ihr euch die Querfetten, Sparren drauf, und dann könnt ihr die Pfosten anschrauben, dann wisst ihr ganz genau, da muss mein Fundament hin, und dann könnt ihr auch gar nicht viel falsch machen. Und das ist der Grund, warum ich das Ganze, oder warum ich das so gemacht habe. Jetzt bei denen hier werde ich es auch so machen. Das heißt, ich habe vorweg die Löcher ausgehoben. Ich habe mir ganz grob hier eine Schnur gespannt, hier oben. Und mit einer Wasserwaage das Ganze kontrolliert. Dann wusste ich, okay, da muss das Fundament hin. Ich habe das Ganze ausgehoben. Und jetzt werde ich die Pfosten anschrauben, die nochmal gucken, ob die im Lot sind. Und dann werde ich das Ganze so machen, wie jetzt hier auch. Ganz, ganz simpel und ganz, ganz einfach. Was ihr noch machen müsst, ihr solltet das Fundament, wenn ihr das fertig gegossen habt, abdecken. Wie ich jetzt hier beispielsweise gemacht habe mit 2 Platten und einer Plane. Warum, weshalb? Ganz einfach. Es ist jetzt April und die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt regnet, ist sehr hoch. Und das Beton oder der Beton oder das Fundament sollte jetzt nicht wirklich im Wasser stehen. Es sollte davor geschützt werden, damit das schön konstant austrocknen kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Das kann ich euch auch empfehlen. Wie lange ungefähr? Ich lasse das jetzt 1 Woche drauf. Und danach werde ich das entfernen. Und das war es jetzt soweit von diesem Vlog. Ich hoffe, es war nicht allzu windig und ihr konntet mich ganz gut verstehen. Wenn ihr Anregungen habt zum Thema Fundament setzen oder ihr habt andere Erfahrungen gemacht oder habt vielleicht noch ein paar Tipps oder Tricks für die Zuschauer, die jetzt hier zuschauen, dann lass es doch bitte da als Kommentar. Und wenn du Neuling bist, dann folg uns doch bitte unbedingt auf Instagram, denn dort bist du eigentlich live mit dabei. Da poste ich eigentlich regelmäßig Beiträge und Stories. Und dann kannst du das Ganze quasi live mitverfolgen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Blog oder beim nächsten Handwerksvideo. Bis dahin, euer Mr. Handwerk. Ciao.